Danke, Louis. Freust du dich eigentlich, dass ich unsere Tochter überreden konnte, doch Reitunterricht zu nehmen? Hoffentlich verliebt sie sich nicht wieder in den Lehrer. Das war beim Skilaufen so, beim Tennis und beim Golfen. Na, das mit dem Golflehrer, du. Das war schon was Ernstes. Das dachte Jesse. Ernst nahm der nur meinen Scheck über 20.000. Wenn sie das je erfährt, hab ich ein dickes Handicap. Ach, du hast es doch nur gut gemeint, Liebling. Hm. Warum kann sich unsere Tochter nicht in einen Mann mit Format verlieben? Einem, dem Konvention und Tradition keine Fremdwörter sind. Müssen es denn immer nur arme Schlucker sein? Aber gestern hat die ganz schön mit dem jungen Doktor geflirtet. Mein lieber Jonas. Thomas. Was? Thomas. Ja, sag ich doch. Thomas. Na, wer weiß, wer weiß. Vielleicht wird das was. Ja, scheint ein guter Arzt zu sein. Aber ob der unsere Tochter zähmen kann... Herr Senator? Guten Morgen, gnädige Frau. Herr Senator, ist Jesse schon auf? Die hat doch heute ihre erste Reitstunde. Ja. Oh, ich total vergessen. Ihr Champagner ist schuld, Herr Senator. Ja. Dabei habe ich Jesse selber zu meinem Bruder auf den Reiterhof geschickt. Tässchen-Kaffee? Sehr liebenswürdig, aber ich muss schnell zum Strand. Dort wartet eine Patientin auf mich, die sich den Knöchel verstaucht hat. Volleyball. Naja, also auf Wiedersehen, bis bald. Auf Wiedersehen. Ja, natürlich, das können wir so machen. Ja, gut. Einen Augenblick, Herr Konsul. Jessica! Vögel, die am Morgen Zulauf singen, holen die Katzen am Abend. Ich möchte euch heute Abend meinen Freund vorstellen. Wer euch das recht? Den kennen wir doch schon. Der Doktor war doch auf unserem Fest. Ach Gott, das mit dem Arzt, das war doch eine rein Platonisch. Was? Platonisch. Ja, sag ich doch. Harmlos. Aber ich kenne unsere Tochter. Diesmal scheint es wirklich was Ernstes zu sein. So? Wie heißt er? Was hat er studiert? Aus welchem Elternhaus kommt er? Sein Elternhaus kenne ich nicht. Er ist Reitlehrer und heißt Frank Hansen. Deine Affinität zu der Berufssparte Lehrer ist ja schon krankhaft. Dein unbewusster Bildungshunger scheint sich aber nur in sportlichen Bereich niederzuschlagen. Bitte, Liebes, ja? Papi, ich liebe ihn. Und ich war noch nie mit einem Mann so glücklich. Den Satz kenne ich. Und nun werde ich dir mal sagen, was mich glücklich macht. Als Erbin und Mitarbeiterin eines großen Unternehmens hast du deine Aufgaben zu erfüllen. Du wirst in Begleitung unseres Generalmanagers zunächst einmal unsere europäischen Kontakte intensivieren. Die Tickets liegen bereits am Flughafen. Und ich wünsche keine Diskussion mehr. Aber Papi, willst du ihn denn nicht wenigstens mal kennenlernen? Nein, ich will ihn nicht sehen. Gut, dann wirst du mich eben auch nicht mehr sehen. Und außerdem, falls es dir noch nicht aufgefallen sein sollte, ich bin kein kleines Mädchen mehr. Und jetzt ist Schluss mit dem Herumkommandieren. Typisch deine Tochter. Nun tu doch was. Du bist viel zu hart zu Jesse. Wenn du so weitermachst, dann treibst du sie noch für immer aus dem Haus. Dann soll sie gehen, dann habe ich keine Tochter mehr. Mein Gott, wie kann man so etwas sagen? Ich lasse mich doch nicht von jedem Dahergelaufenen ausnehmen. Tja, aber wenn sie ihn nun mal liebt. Du kannst doch deine Tochter nicht anbinden. Du kannst sie auch nicht zwingen, einen Mann zu heiraten, der in deine Parade passt. Jessica lebt sehr gut von dem Geld, das die Firma abwirft. Das schafft auch Verpflichtungen. Und wenn sie das nicht von selber begreift, muss sie es lernen, so wie ich es gelernt habe, auf die harte Tour. Aber bitte, sieh dir doch den Mann erst mal an. Auf gar keinen Fall. Ich muss jetzt telefonieren. Tja, bitte. Schon wieder gehst deiner Diskussion aus dem Weg. Aber wenn du so weitermachst, dann weiß ich wirklich nicht, was ich tue. Was heißt das? Ja, was heißt das? Was heißt das? Das heißt... dass ich vielleicht mit Jesse gehe. Na, dann geht doch! Geht doch alle! Dann habe ich endlich meine Ruhe! Nach so vielen Missverständnissen erhebe ich mein Glas auf ein so glückliches Happy End. Aber, mein lieber Frank, das Unternehmen Schirrmacher bleibt selbstständig. Ihr Konzern wird uns nicht schlucken. Aber wir jetzt umso mehr. Es darf gelacht werden. Zum Wohl, Herr Schatz.
Deine Tochter ist ebenso stur wie du. Jetzt ist sie plötzlich meine Tochter. Gott sei Dank, Carsten. Was? Was glaubst du, wie mir zumute ist?